Also weil man kann ja bivakieren, das ist ja oft nicht verboten. Ja. Und dann kann man direkt am Spot sich zusammenrollen. Also ich habe auch schon im Gipfelkreuz am Chiemsee einfach so auf dem Felsen gepennt. Diverse Sponsoren, die haben mich mit Handkuss genommen, weil sie gesagt haben, boah, endlich eine Frau, die auch noch fotografieren kann. So. Aber dann, also auch über diese Website kommst du quasi an wirklich Auftraggeber wie das ZDF. Genau. Da steht also ja wirklich ganz schön krasses Zeug drauf. Ja, National voll. Geographic. Ja. Also, mega. Lass uns zusammen geil sein. Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts im Fokus. Wir sind heute mal wieder in Bayern unterwegs und genauer gesagt im Chiemgau. Und Felix, was haben wir heute vor? Die unglaubliche Piersten zu Gast. Wir gehen einen Wasserfall fotografieren und wir werden uns dann noch ein bisschen im Regen in ein schönes Hüttchen setzen, denke ich. Aber jetzt, glaube ich, kommt sie schon. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Hi, grüß dich. Ne? Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns sehr. Wir haben endlich mal wieder eine Frau bei uns im Podcast. Endlich mal, muss man ja sagen. Also Landschaftsfotografen ist halt wirklich... Ja, du bist die dritte Frau in der 15. Folge jetzt, glaube ich. Oh je, okay. Schlechter Schnitt. Ja. Das muss sich ändern, Mädels. Ja, genau. Sehr gut. Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit dir. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal eine Runde fotografieren, oder? Weil gerade sieht das Wetter einigermaßen aus, aber dahin wird schon wieder regnerisch. Ja. Also mal gucken. Durchwachsen, ja? Aber wird schon. Also, auf geht's, oder? Super. Cool. Los geht's. Ja. Wetter heute, denn es schüttet aus Kübeln. Nicht ganz so schlimm wie in anderen Teilen Deutschlands zum Glück, aber auch nicht ohne. Wir sind jetzt hier an einem wunderschönen Wasserfall in der Nähe von meiner Heimat. Und ja, ich zeige euch jetzt einfach mal meine Herangehensweise an dieses wunderschöne Motiv. Es gibt natürlich hier mehrere Möglichkeiten. Was mir hier gleich ins Auge springt, ist zum Beispiel diese Kurve hin zum Wasserfall, die leider gerade durch einen störenden Baum gekreuzt wird. Das ist nicht ganz so optimal. Leider haben die Jungs es nicht geschafft, ihn wegzuräumen. Verstehe ich gar nicht, weil ich meine, es ist ja eine Kleinigkeit.
Das ist das Einzige, was jetzt gerade so ein bisschen stört, aber ja, hilft ja jetzt nichts. Ich finde die Komposition eigentlich schon ganz schön. Ich habe ein Weitwinkelobjektiv drauf und schaue jetzt einfach mal so ein bisschen durch, wie ich das Ganze in Szene setzen könnte. Also ob Hochformat oder eher Querformat. Und ja, könnt mich gern begleiten. Ja, also ich suche jetzt quasi die richtige Komposition. Also das heißt die richtige, es gibt ja kein richtig oder falsch. Aber halt eine Komposition, die mich persönlich irgendwie anspricht. Und wie gesagt, ich finde das ja eigentlich ganz schön mit dieser Kurve. Deshalb würde ich jetzt vom Standpunkt her nicht zu tief gehen, weil man dann dieses Kurvenartige nicht mehr sieht. Insofern würde ich einen eher höheren Standpunkt nehmen. Und ja, unerlässlich natürlich bei der Wasserfotografie ist auch der Polfilter, um Reflexionen zu minimieren auf den Felsen. Es ist natürlich auch immer eine Herausforderung, auf den glitschigen Steinen einen guten Standpunkt zu haben, weil, wie man sieht, kann das Stativ auch relativ leicht quasi wegrutschen. Alles schon erlebt leider und dann liegt alles im Wasser. Insofern immer gucken, dass das Stativ wirklich einen guten Stand hat. Was ich immer gerne mache, ist den Himmel auszusparen. Also ich nehme den Himmel jetzt nicht mit drauf, weil ich das eher störend finde. Ein sehr helles Element und ich finde, es lenkt halt vom hellen Wasserfall einfach ab. So, genau. Wir haben jetzt eine Komposition, wo ich sage, das ist eigentlich ganz gut. Wie gesagt, den Ast haben die Jungs nicht weggebracht. Schaue ich noch mal kurz, ob der Polfilter passt. Genau, und wichtig ist halt bei Regen auch immer, ein Putztuch dabei zu haben, weil halt ständig die Linse sonst beschlägt. Schauen wir mal wegen der Belichtungszeit. ISO 100. Also auch da gibt es kein richtig oder falsch. Die einen mögen das Wasser eher ganz weich und die anderen mögen das Wasser halt eher mit ein bisschen Struktur noch drin. Ich mag es eher mit Struktur drin, deshalb belichte ich jetzt nicht ganz so lang. Aber ich muss gleich mal schauen. Ich fürchte, ich brauche einen Filter, weil ich jetzt bei einem Achtel bin und ein Achtel ist ein bisschen kurz wahrscheinlich. Schauen wir mal. Genau, dadurch, dass es hier jetzt schon einfach zu hell ist, brauchen wir auf jeden Fall einen Graufilter. Ich würde jetzt einfach mal einen 09er nehmen und schauen, was die Belichtungszeit sagt. Ja, das ist schon besser. Jetzt sind wir bei in etwa einer Sekunde. Und das gefällt mir eigentlich von der Struktur vom Wasser her ganz gut. Genau. Also ich habe jetzt Blende 16, ISO 100, bin bei einer Sekunde, 1,3, schwankt so. Und damit habe ich dann noch ein bisschen Struktur im Wasser. Genau. Ich mache meistens nur eine Aufnahme. Also sprich, ich bin jetzt niemand, der mega durchsteckt, je nachdem. Manchmal ist es nötig, manchmal nicht, aber ich bin jetzt kein Fan davon, irgendwie 100 Bilder zu haben, weil ich ehrlich gesagt relativ bearbeitungsfaul bin. Ich möchte also die Zeit nicht vorm Rechner verbringen, sondern ich möchte eigentlich gern draußen sein. Klar, wo es nötig ist, mache ich es und was man hat, das hat man, aber oft stelle ich dann doch fest, dass ich nur eine Aufnahme brauche. Genauso mit HDR. Wenn die Lichtverhältnisse so wie heute passen, dann reicht da auch eine Aufnahme bei mir.
So, wir haben uns jetzt hier hingesetzt in so einen kleinen Unterschlupf. Eigentlich ist das Wetter doch ganz schön geworden, aber wir dachten uns, es ist ja doch relativ wechselhaft. Deswegen haben wir hier so einen schönen Verschlag gefunden. Und Pia, wir sind sehr froh, dass du heute hier bist bei uns zum Gast in unserem Podcast. Erstmal ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, und vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Schon. Die ja hoffentlich sinnvoll investiert ist. Total. Ja, wir waren ja gerade eben schon mit dir fotografieren. War ja mega spannend, dir da mal über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie du arbeitest an so einem Wasserfall. Vor allem, wir hatten ja auch erschwerte Bedingungen, hat ja auch noch geregnet. War nicht so ganz leicht. Ja. Ja. Nee. Aber wenn man dein Portfolio so durchguckt, dann sieht man ja schon, dass du so relativ naturverbunden bist. Jetzt würde uns mal interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, zu Naturfotografie und generell diese Verbundenheit zur Natur? Wie ist denn, wo kommt das her? Also das kommt eigentlich aus meiner Kindheit. Meine Eltern, also ich bin am Chiemsee aufgewachsen und meine Eltern sind beide auch sehr naturverbunden. Und ja, ich bin ja schon ein bisschen älter und da gab es halt noch keine Computerspiele und Instagram und Handys. Und ich war eigentlich den ganzen Tag draußen. Also egal bei welchem Wetter, Gummistiefel an, Regenklamotten und raus. Und ja, irgendwie, das war mein Zuhause draußen. Also Baumhaus bauen und Lagerfeuer machen. Und ich war schon immer fasziniert von der Natur und von den Farben und Formen, die die Natur auch bietet. Und eben durch meine Eltern, wenn wir wandern waren, haben die mir, keine Ahnung, Feuersalamander gezeigt und dieses und jenes. Und ja, irgendwie war das für mich, als ich dann meine erste Kamera mal bekommen habe vor 100 Jahren, also ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, erstmal irgendwas anderes zu fotografieren, außer natürlich gehe ich raus mit der Kamera und fotografiere jetzt irgendwie den Baum oder den Berg. Und das hat sich dann so entwickelt, ja. Die Kamera hast du dir gewünscht oder hast du mal irgendwie eine Kamera gegriffen von jemand anderem? Nee, ich hab die mir gewünscht, weil eine Freundin von meiner Mutter war Fotografin. Ah. Und noch mit Nikon analog damals. Und das fand ich schon immer total faszinierend, wenn die da, also da war ich 5 oder so, da hat die dann immer da rumhantiert, weil die hat immer so Fotos auch von mir als Kind gemacht. Das weiß ich noch, das fand ich immer total spannend. Und da gibt's auch noch Fotos von mir, wo ich diese Anleitung in den Händen halte und so gucke und total interessiert da drin rumblätter. Und genau, und dann habe ich mir mal irgendwann eine gewünscht, war halt so eine kleine analoge. Ja. Analog noch ich tatsächlich. Ich bin schon so alt, ja. Naja, gut, als wir klein waren, gab es auch noch analog. Also, so weit sind wir auch nicht auseinander. Genau. Da lacht er sich ins Fäustchen, die Granny. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Thema in irgendeine Richtung gut ausgehen könnte. Nein, ich glaube nicht. Schnitt. Aber war es dann damals die erste Kamera? War es auch eine Nikon dann? Oder nee, ich glaube, das war eine Pentax. Pentax. Glaube ich. Also eine mit einem Zoom-Objektiv dran halt. Keine Ahnung mehr, uralt damals. Also. Wie alt warst du da, als du die bekommen hast? War es noch im Kindesalter? Naja, Kindesalter, ich glaube, ich war so 10 oder 11 oder so. Ja, ist okay. Für mich Kindesalter. Das ist schon... Ich war frühreif, ich war schon voll erwachsen. Ja, voll geil. Aber das heißt, die Freundin von deinen Eltern hat dich dann auch dahingehend gepusht, so, mach doch mal, oder kam das einfach von Nee, das dir kam aus? Von mir aus. Okay. Nee, ja. Also das hat sie eigentlich nicht. Aber dann eine Freundin von mir, eine andere, die ist auch Fotografin gelernte und so und... das, ich weiß nicht, wenn die dann die Kameras dabei hatten, dann fand ich das immer total, total spannend irgendwie. Und, Sag, du hast gesagt, auch gelernt? Heißt das, du hast Fotografie auch gelernt? Nee, damit meinte ich die andere Freundin. Ah, okay. Okay. Also, learning by doing. Ja. Nee. Und, aber was hast du dann vorher beruflich gemacht? Also, du bist ja jetzt selbstständig genau, als Fotografin richtig, in den ja. verschiedensten Bereichen. Genau. Mhm. Wie kam das dann, dieser Schritt, dich vorher oder dich selbstständig zu machen? Und was hast du vorher gemacht für deinen Lebensstil? Also, ich war vorher bei einem Fußballverein angestellt, okay. Genau, bei einem großen und war da im Bereich Merchandising und Lizenzen tätig und war auch ein toller Job, hat auch Spaß gemacht und so, aber ich habe halt gemerkt in den letzten Jahren, ich sitze da und schaue so aus dem Fenster und sehe dann so das Abendrot und denke mir, nee, eigentlich müsstest du jetzt irgendwo in den Bergen sein oder sonst, aber nicht hier. Ja. Und dieses Gefühl... Ich kenne dieses Gefühl zu gut. Ich grüße alle Leute bei Hertha BSC, aber ich kenne dieses Gefühl sehr, sehr gut. 4 Jahre Hertha. Ach so, ja. Dann, genau. Da haben sich ja jetzt, da könnt ihr euch ja zusammentun. Genau, genau. Und irgendwann, ich konnte nicht mehr. Ja. Das ging nicht mehr. Also klar, das hat jeder gesagt, ja, aber es ist ein sicherer Arbeitgeber und toller Arbeitgeber und so. Und ja, das stimmt, aber dieser innere Drang, das hat mich kaputt gemacht. Also ich bin am Stock gegangen psychisch, ganz ehrlich, weil
Man hat einfach wenn du eigentlich was anderes willst. Ne? Ja, und die Fahrerei nach München auch jeden Tag. Dann bist du am Freitagabend um 7 zu Hause. Mhm. Dann musst du am Wochenende einkaufen, Wäsche waschen, also natürlich den normalen Haushalt auch irgendwie am Laufen halten. Klar. Dann hatte ich noch ein Pferd, das musste auch noch versorgt werden. Ja. Naja, und dann ist das Wochenende so rum und du warst irgendwie gefühlt entweder gar nicht fotografieren oder halt irgendwie einmal kurz am Museumseck. Mhm. So. Und das war so frustrierend irgendwann. Das glaube ich, ja. Dass ich gesagt habe, okay, nee, ich probiere das jetzt. Was habe ich denn zu verlieren? Also ich meine... Ja, naja, ich meine, der Schritt in die Selbstständigkeit braucht natürlich auch ein Stück weit Selbstvertrauen schon auch. Also man muss schon wissen, so ich bin so gut, dass, also das muss man ja trotzdem sich auch erarbeiten. Sowas kommt ja nicht von ungefähr, oder? Ich weiß nicht, ob ich so gut bin. Ich habe mir nur tatsächlich gedacht, okay, was ist die Alternative? Mhm. Die Alternative ist, dass ich jetzt bis zur Rente da sitze im Büro und einfach unglücklich bin. Und das war für mich keine. Das ist keine Alternative. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es in die Hose geht oder ich merke, ach, das macht dann doch keinen Spaß, wenn man das hauptberuflich macht oder so. Mhm. Kann ja auch sein, wenn der Druck da ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, dann kannst du dir immer noch was suchen, wenn es ist. Das stimmt. Du also, hast ja bisher gelernt. Ja, aber wenn man es nie ausprobiert, wird man es halt auch nie wissen. Und ja, und ich habe mir gedacht, irgendwann bin ich dann 60 und schaue auf mein Leben zurück und denke mir, Mensch, was wäre denn gewesen, wenn? Ja. Und ich finde, das ist ganz schlimm, wenn man sich diese Frage stellen muss. Dass man was verpasst hätte vielleicht, ne? Genau. Ja. Und ich denke mir, gut, dann probierst du es und wenn es nicht klappt, dann hast du es wenigstens probiert und weißt es. Und ein Ticket zurück gibt es immer irgendwie. Ja, klar. Ne? Ja. Also der FC Bayern war auch echt nett. Die haben auch gesagt, jetzt hast du doch nein. gesagt. sie hat schon München gesagt vorher. Ah, okay. Na gut, das können auch die 1860. Nee, wenn sie sagt, bei einem großen Bundesliga-Verein, dann ist es garantiert nicht 1860 München. Verdammt. Ja, also, auf jeden Fall, die haben auch gesagt, die Tür ist immer offen und sind nicht im Bösen auseinander. Ja, dann ist schon gut. Ja. Dann hast du keinen Druck. Nee. Sehr gut. Trotzdem würde mich interessieren, wie du dann fotografisch so weit gewachsen bist. Also ich weiß, dass... Naja. Ich meine, du bist immerhin so weit, dass Leute Workshops bei dir buchen. Oder dass ich hier im Interview bin. Auch das. Das ist vielleicht nicht unbedingt der Riesenmaßstab. Doch, ich habe mich schon sehr gefreut. Ja, du machst ja auch geile Bilder. Aber trotzdem muss man ja da irgendwie hinkommen. Also wie hast du dir dein ganzes Wissen so, wenn du eigentlich aus einer komplett anderen Sparte kommst? Ich weiß, dass du viel mit Radomir unterwegs warst. Genau, ja. Also tatsächlich über Workshops oder wie kam das? Mhm. Ja. Also die ersten Workshops, also Workshops in dem Sinne, ich habe VHS-Kurse belegt. Oh. Ich habe nämlich eine Spiegelreflexkamera dann irgendwann bekommen. Okay. Und habe mich so geärgert, weil alles unscharf wurde. Ich wusste ja überhaupt gar nicht, wieso Blende Zeit. Ja, keine Ahnung, die andere hat das immer automatisch gemacht. Und habe dann gedacht, ja gut, jetzt musst du das irgendwie ja können auch. Ja. Mhm. Und dann habe ich echt so VHS-Kurse belegt, so für Anfänger eben. Ein bisschen so Bildaufbau und die Zusammenhänge. Und dann habe ich irgendwann mal Radusbilder gesehen und habe mir gedacht, boah, das möchte ich auch mal können. Geiles Zeug. Ja. Geiles Zeug, das möchte ich auch. Und habe ihn angeschrieben, weil er hatte damals noch gar kein Workshop-Programm online. Nee. Okay. Und habe ihn nur angeschrieben und habe gefragt, ob er mir so einen Kurs geben würde oder so. Und genau, dann haben wir uns da getroffen und dann... Wie lange ist das her? Oh, fast 10 Jahre. Krass, das heißt, Radomir stand da ja auch noch mehr oder weniger mit seinem Business am Anfang. Oder? Ja, also der hatte da noch kein Workshop-Programm online. Ich habe ihn halt einfach angeschrieben, habe gesagt, du möchtest gerne mal, kannst mir da irgendwie was zeigen. Und genau, dann haben wir uns am Wochenende im Bayerischen Wald getroffen und dann hat er mir das so gezeigt. Und fand ich total, ich war so begeistert, weil ich endlich mal auch ein Bild machen konnte, wo ich selber sage, ach, das gefällt mir jetzt auch. Mhm. Und das war super. Und das war dann so, da hatte ich dann voll ins Blut geleckt. Also dann war es vorbei. Ja. Also genau. Und dann aber auch tatsächlich immer wieder Workshops belegt. Und also ich weiß, dass du ja viel wirklich in deine eigene Fortbildung auch steckst. Also ja, voll. Stefan Hefele, glaube ich, warst du ja auch genau, mal. Ne? Genau, zu dir möchte ich auch noch. Ja, aber ich finde, also das finde ich auch, das macht unglaublich viel Spaß am Fotografieren. Man lernt immer dazu, also zumindest ich. Also ich finde, man lernt nie aus und findet dann auch so seinen eigenen Stil. Und auch beim Andreas Resch habe ich Workshops besucht und so. Und ich finde es einfach auch interessant zu gucken, wie macht der eine das Bild, wie setzt der andere das um, wie bearbeitet der eine der andere. Und und dann lernt man aus ganz vielen verschiedenen... Kann man sich so seinen Stil so zusammensetzen. Genau. Das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast haben. Also es ist halt echt super interessant, mal mit Leuten irgendwie persönlich drüber zu sprechen. Ja, wie läuft das eigentlich bei dir? Genau, und irgendwann vor ein paar Jahren habe ich dann gedacht, okay, jetzt
traue ich mich mal und gebe mal einen Einzelworkshop. Mhm. Und genau. Wie war das dann so? Ja, ich war natürlich schon total aufgeregt, aber das, also ich muss sagen, ich bin auch ein bisschen stolz auf, weil ich habe eigentlich fast nur Wiederholungstäter. Sie kommen dann auch alle wieder. Ja, und geil. Hatte bisher, glaube ich, noch niemanden dabei, der gesagt hat, oh, na, das geht ja gar nicht. Okay, oje, ja. Oje. Nee, also es macht auch echt Spaß, weil es macht auch Spaß, wenn man dann sieht, wie die Leute sich auch selber weiterentwickeln. Mhm. Und weil man kennt es ja von sich, wie viel Freude man dann plötzlich dran hat, ja. Und wie viel Spaß es dann macht. Und das zu vermitteln, macht mir wiederum Spaß. Was ich dann auch immer geil finde, wenn du siehst, so zwei Jahre später zum Beispiel, weißt ja. Du ja so, der war mal bei dir im Workshop und dann siehst ja. Du in zwei Jahren, boah, macht ja. Der mittlerweile krasses ja. Zeug. So. Ja, ja, ja. Ob man jetzt davon irgendwie einen Anteil hat, sei mal dahingestellt, aber ja. Es ist trotzdem irgendwie cool, so hey, ja. Wir haben zusammen ja. Fotografiert und er hat sich in diese Richtung ja. Entwickelt. Ne? Ja. Doch. Ja. Doch, der Radu war auch stolz auf mich. Also hat er schon gesagt, ich wäre seine beste Schülerin. Die Meisterschülerin. Und hat mich dann natürlich auch gefreut. Mhm. Und ich finde es auch schön, wenn man sich dann dran freuen kann, wenn andere dann auch Erfolg haben. Ja, auch Erfolg haben und ja. Spaß haben und so eine coole Sache. Ja. Aber du deckst ja jetzt auch eine ganze Menge an verschiedenen Genres, sag ich mal, ab in der Fotografie. Verdammt. Sind ja, also Landschaften, Tiere, Porträts teilweise sogar auch, ne? Machst du ja auch. Und Pflanzen. Was ist so für dich das schönste Genre? Was denkst du, ist so dein Steckenpferd? Also Steckenpferd auf jeden Fall Landschaft und Natur. Mhm. Also das sage ich auch klar. Also ich biete ja schon auch Hochzeiten und sowas an. Ich sage aber auch ehrlicherweise, weil Ehrlichkeit währt am längsten, aber es ist wirklich so, ich sage auch immer dazu, ich bin keine professionelle Hochzeitsfotografin. Okay. Also ich komme dann nicht mit drei Leuten und einer Blitzanlage und Klimbim und baue da irgendwas Großes auf. Schick denen halt ein Exposé zu, was ich gemacht habe bisher und sag ihnen ganz ehrlich, ich komme eigentlich aus der Landschaft Natur. Ich mache das, wenn es euch reicht ja. Von den Ansprüchen her, dann gerne. Wenn ihr sagt, nee, ihr wollt aber da jemanden, der irgendwie mit 1000 Sachen auffährt und der das halt, ich meine, es gibt wirklich sensationell geile Hochzeitsfotografen, wollen wir nicht reden. Gibt's ja. Da habe ich gesagt, das bin ich nicht. Okay. Also ja. das finde ich auch wichtig zu sagen, weil ich möchte ja nicht irgendwie mich verkaufen als jemand, der ich nicht bin und dann sind die Kunden unzufrieden und sagen, hey, die hat gesagt, die ist hier die Meister Hochzeitsfotografin und dann ist es ja auch oft der fotografiert Trugschluss. Sie ständig die Blumen statt die Braut. Weil ja. Aber es ist ja auch tatsächlich oft der Trugschluss so, dass also jemand, der sich nicht damit befasst, denkt dann immer so, naja, wenn die so geile Naturfotos machen kann, dann ja. Kann die alles. Ja. Ich habe genau. Offen gestanden deine Hochzeitsbilder nicht gesehen, aber ich gehe mal davon aus, sie sind trotzdem super. Also du hast ja trotzdem ein Auge, also ja, klar ist da irgendwie ein Unterschied, mit Menschen zu arbeiten, ja, pipapo, ja, aber dein fotografisches Auge hast du ja trotzdem. Insofern. Ja, also wie gesagt, ich schicke denen immer das Exposé und die sollen dann selber entscheiden. Also ich bin ja. Da nicht so, dass ich sage, irgendwie ich verkaufe mich, Hauptsache ich kriege die Kohle und egal, ob die dann zufrieden sind, weil ich glaube, die Rechnung geht nicht auf irgendwann, über kurz oder lang. Wahrscheinlich nicht, nee. Ja. Nee. Aber wo du, ich meine, man merkt es ja dann, wenn du irgendwie Weiterempfehlungen bekommst. Und ja, dann, eben. Das ist ja das beste Feedback. Also gerade Hochzeit und Event und so ist alles Propaganda, weil das habe ich ja gar nicht online. Ja. Also. Was du aber online hast, sind tatsächlich Porträts und so genau. Familienshootings. Ne? Ja, genau, das mache ich auch ganz gern und wird auch immer gern gebucht. Cool. Verdienst du damit auch hauptsächlich dein Geld oder du bist ja hauptberuflich Fotografin, hast du ja gesagt. Also in welchem Genre verdienst du denn eigentlich dann dein Geld? Weil es gibt ja immer so bei jedem Fotografen eigentlich so ein Genre, wo er ja. Was dein Hauptgenre ist, ne? und die meiste Kohle rausholt. Sind es dann eher die Porträts, weil da eigentlich ja immer zahlungswillige Kunden da sind oder verkaufst du auch viele Landschaftsbilder? Also das meiste Geld mache ich tatsächlich mit Workshops. Ah ja, ja. Okay. Mhm. Also das geht also bei schon mir Landschaftsfotografie-Workshops ja. Dann. Ja. Ja. Das geht bei mir tatsächlich also mit am besten oder bewerbe ich ja auch am stärksten, sage ich mal so. Also Hochzeit mache ich ja keine Werbung, weil ich mache es, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich drum reiße. Also, ja. Es ist ja auch tatsächlich schwierig, so wenn du jetzt in sozialen Medien deinen Auftritt als Naturfotografin eben. Hast, kannst du da schwer, irgendwie ja. Müsstest du nochmal einen extra Account und so. Genau, das ist der Punkt. Ich mache ja auch Architektur, also ich mache auch viel im Tourismus zum Beispiel, ich mache viel für Hotels oder Gastgeber, eben Immobilienfotografie und Werbefotografie. Aber das eben, da müsste ich dann noch einen Kanal und noch einen Kanal und noch, und ich bin eh schon so Instagram-faul irgendwie, also es ist eher so, ich müsste mal wieder was posten. Von dem wäre das, nee, das wäre mir dann auch zu viel und das spricht sich dann rum. Wie gesagt, Tourismus ist eine gute Branche bei mir, weil ich halt für viele Gemeinden die Imagebilder mache und so. Aber das ist ja dann auch wieder Landschaft und Natur hauptsächlich. Da wohnst du ja auch wirklich am richtigen Ort. Ja, ne? Voll. Ja. Ja, das ist super. Kann man so ungefähr sagen, wie viele Workshops du im Jahr dann gibst? Also ich meine jetzt mal Corona außen vor gelassen, aber wenn es jetzt ein normales Jahr wäre, wie viel bist du denn tatsächlich dann unterwegs? Also mit meinem Kollegen, dem Roland Moser, machen wir ja dieses Light in Focus.
Und da haben wir, glaube ich, für nächstes Jahr geplant, so wenn Corona will, ich glaube so 10-12 Workshops, also schon eigentlich einen im Monat, so einen größeren, so einen Gruppenworkshop. So eine Woche geht ja dann immer oder wie muss man sich das bei dir vorstellen? Nee, also je nachdem, klar, also Bretagne oder Toskana, das ist eine Woche und sonst diese kleineren Workshops in der Schweiz sind meistens so Donnerstag bis Sonntag oder auch mal jetzt im Herbst haben wir einen Tagesworkshop und genau, also je nachdem, was wir halt machen. Und genau. Cool. Das sind so bis 8 Leute. Wenn du so viel unterwegs bist, wie ist es dann bei dir? Bist du eher der Hotelmensch oder bist du eher so im Auto schlafen oder am Dachzelt? Ja, Zelt oder draußen oder so. Also Hotel gar nicht. Also auch da wieder Naturverbundenheit. Ja, voll. Ja. Also ich finde es auch viel praktischer. Also weil man kann ja bivakieren, das ist ja oft nicht verboten. Ja. Und dann kann man direkt am Spot sich zusammenrollen. Also ich habe auch schon im Gipfelkreuz am Chiemsee einfach so auf dem Felsen gepennt und mich auf den Sonnenaufgang gefreut. Ich wäre fast runtergekullert, aber. Okay. Machst du das alleine dann? Oder bist du? Nee, da bin ich dann schon meistens mit jemandem unterwegs. Okay. Ja. Aber sonst, also auch allein, aber gerade solche Sachen oder auch in den Schweizer Bergen und so, wenn man sich da nicht wirklich auskennt und dann würde ich nicht alleine machen. Ist schon immer besser, irgendwie noch einen Buddy dabei zu haben. Ja, auf jeden Fall. Also es geht so schnell, dass man sich irgendwie verletzt oder so. Bist du dann hauptsächlich mit Kerlen unterwegs oder hast du auch irgendwie so deine Fotomädelsgruppe? Nee, Kerle. Okay. Tatsächlich. Also einfach, weil es gefühlt mehr Fotografen gibt, also Landschaftsfotografen. Nicht nur gefühlt. Das ist, glaube ich, tatsächlich so. Ja, also ich finde, es hat in den letzten Jahren vielleicht schon ein bisschen mit der Laura und so, Laura Oppelt, die war auch bei euch. Also man merkt, so ein paar kommen schon, aber also auch diverse Sponsoren, die haben mich mit Handkuss genommen, weil sie gesagt haben, boah, endlich eine Frau, die auch noch fotografieren kann. So. Aber du siehst es ja auch, wir haben jetzt hier die 15. Folge, ist das, glaube ich, und du bist die dritte Frau. Ja. Okay. Und das ist nicht, weil wir lieber Männer mögen, sondern weil es tatsächlich echt schwer ist, überhaupt Frauen zu finden. Ja. Das ist wirklich so. Ich weiß aber auch nicht, warum es so ist, ehrlich gesagt. Ob die lieber Baby-Shootings und Hochzeiten machen oder ob. Ja, wir hatten mit Laura darüber auch gesprochen und so gefühlt ist es schon so, dass Frauen sich gerne mehr so in die Menschenfotografie hinein. Ja, gell? Das weil die halt auch vielleicht, weil die halt auch besser damit mit Menschen umgehen können. Jetzt ist ja blöd so, aber nein, sie sind auf jeden Fall empathischer. Das würde empathischer, schon, ja, genau. Ja, so in der Richtung kann man schon sagen, ja. Aber würdest du dir wünschen, dass es mehr Frauen in der Landschaftsfotografie gibt? Oder ist es, also für dich ist es ja, wenn du sagst, so, die Sponsoren haben dich mit Handkuss genommen, ist es ja dann auf der einen Seite auch gut, dass du so ein bisschen Exoten-Status hast, oder? Ja. Ja, wie soll ich denn sonst sagen? Nein, stimmt schon. Ja, also ist mir eigentlich egal. Also, okay. Also ich wüsste nicht, was ich eben davon hätte. Naja, außer dass du vielleicht sagst, ich bin eigentlich lieber mit Mädels unterwegs, weil die Männer, die furzen und rüsten. Keine Ahnung. Das ist natürlich ein Argument. Das stimmt natürlich. Entschuldigung, liebe Kollegen. Oh je. Aber wir hatten euch alle hier schon vor der Kamera. Also dafür, glaube ich, ist es mit Mädels manchmal zickiger. Okay. Also ist dann. Gott sei Dank hast du das jetzt gesagt. Ja, nein, aber es ist, also weiß ich nicht, ich kenne es vom Reitstall, wenn du da nur lauter Weiber hast, das ist wirklich Wahnsinn. Also da würden so ein paar Männer dazwischen, glaube ich, ganz gut tun. Als Auflockerung. Ja, okay. Deshalb, nee, für mich passt das. Okay, alles klar. Du wohnst ja am Chiemsee. Mhm. Auch schon dein ganzes Leben lang quasi, ne? Mhm. Jetzt hast du eine zweite Webseite, die heißt Chiemsee-Fotos. Mhm. Was hat's denn damit auf sich? Das ist eigentlich eher so ein Herzensprojekt von mir. Mhm. Also da habe ich halt so meine Fotos drin, alles rund um den Chiemsee, Chiemgau. Unter anderem ist natürlich auch so ein bisschen touristische Sachen sind halt auch drin. Und bewerbe da schon auch meine Workshops und Auftragsarbeiten für eben Tourismus. Mhm. Aber es sind auch viele Herzensbilder, sage ich mal. Also für mich ist halt ein Foto vom Chiemsee nicht einfach irgendein Foto. Also wenn ich in Norwegen bin, dann kenne ich das nicht. Dann habe ich keinen Bezug eigentlich dazu. Weil ich bin da eine Woche oder zwei fotografieren, das ist alles schön und recht. Aber ich habe keine Geschichte dazu. Und bei chiemseefotos.de ist es schon so, dass jedes Bild für mich halt das ist so ein Herzensbild irgendwie ist. Also weil ich halt, weiß ich nicht, in der Schafwaschner Bucht habe ich Schlittschuh fahren gelernt. Oder den einen Baum, den ich fotografiert habe, den gibt's gar nicht mehr. Da war ich total traurig, als der Sturm den umgefegt hat. Solche Sachen sind das halt dann eher.
Aber warum hast du das nicht auf deiner eigentlichen Webseite als Untersektion gemacht, sondern hast es komplett ausgelagert? Hat das irgendwelche Marketinggründe oder? Ja, irgendwie, ich wollte es einfach separiert haben. Die sieht auch ganz anders aus. Ja. Und irgendwie wollte ich das nicht so einheitsbreimäßig da zusammenbatzen. Also. Das heißt, du machst über diese Website wahrscheinlich, das wäre jetzt nämlich so die nächste Frage, kann man super überleiten, wie du eigentlich an deine wirklich krassen Auftraggeber und Sponsoren auch kommst. Also gut, ja. Du hast jetzt vorhin gesagt, die Sponsoren nehmen dich mit Handkuss, weil du halt eine Frau bist, die in der Landschaftsfotografie unterwegs ist. Nicht nur deshalb, nicht weil nur ich natürlich deswegen. Auch super bin. Ja, natürlich, aber Gott, das klingt ja schon wieder ganz furchtbar. Schnitt! Ja, nur weil ich eine Frau bin. Nur deswegen. Nur deswegen, genau. Nein, das habe ich nicht ja so. Das heißt, du hast es ja selber so gesagt. Ja, Verdammt. Aber dann, also auch über diese Website kommst du quasi an wirklich Auftraggeber wie das ZDF. Genau. Da steht also ja wirklich ganz schön krasses Zeug drauf. Ja, National voll. Geographic. Ja, also das war, also da war ich auch verwundert. Also es war ganz witzig. Das ZDF, dem war aber zum Beispiel auch wichtig, dass es jemand vom Chiemsee ist. Dass die Bilder eine Substanz haben, sage ich mal, oder einen Hintergrund. Weil es gibt mittlerweile viele Fotografen, auch am Chiemsee, aber sie wollten halt keinen, wir sagen in Bayern, Zugrosten, also der jetzt da hingezogen ist und Bilder macht, oder ein Touri, der da war und halt im Urlaub Fotos gemacht hat. Sie wollten halt jemanden, der von da ist und eben was dazu erzählen kann oder auch einen persönlichen Bezug dazu hat. Heimatliebe einfach so ein bisschen. Genau, auch, ne? Genau, so ein bisschen Heimatliebe. Und deshalb sind die wohl irgendwie auf mich gekommen. Aber es ist immer ganz lustig, weil ich bin da natürlich auch immer erst skeptisch. Ja. Und denke so, ZDF, ja, genau. Ja. Und dann google ich immer erstmal und schaue halt, ob das wieder ein Fake ist oder was. Also, also super geil. Man kann also sagen, die finden dich. Also in dem Fall auch National Geographic, die haben mich angeschrieben. Saugeil. Also ich, cool, ja. Ja, ich bin auch immer baff und so, hä? Aber das, ich bin immer erst so ein bisschen skeptisch und denke mir so, nee. Das ist was faul. Das ist was faul, das kann nicht sein. Also nee, aber das ist ganz cool. Hut ab. Also richtig gut. Ja, hat mich auch echt gefreut. Also die waren auch vor allen Dingen von National Geographic, die haben mir danach noch so ein Paket geschickt und einen Dankesbrief und so. Was hast du für die gemacht? Also einfach nur ein kleines Interview, ein paar Bilder für eine Story, so irgendwie. Und aber auch diesen Heimatbezug? Nee, gar nicht. Also alles Mögliche. Super. Jetzt ist das Interview als Videoform oder hast du es schriftlich gemacht? Nee, das war auf Instagram. Ah ja, okay. Auf deren Kanal. Kann man ja vielleicht noch irgendwo gucken, dass man das. Können wir ja noch einblenden oder so vielleicht. Also ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es als Bild auch haben. Es war auf jeden Fall eine Story. Ich weiß aber nicht, ob sie es auch als Bild mit drin haben. Das habe ich gar nicht mehr wirklich verfolgt. Merkt man sowas dann? Also so in den Followerzahlen oder so? Also beim ZDF auf jeden Fall. Ja, das glaube ich. Das war also nicht nur Followerzahlen, aber auch viele Workshop-Anfragen, Bildanfragen und sowas. Das merkst du schon. National Geographic, also kann ich so nicht, weiß ich nicht. Okay, mehr jetzt nicht. Unmittelbar. Unmittelbar. Ja. Aber es ist trotzdem eine tolle Referenz. Also das ist natürlich schon cool. Mega geil. Ja, total. Ja, vor allen Dingen, wenn die dann auf einen zukommen und man nicht irgendwie Klinken putzen geht, dann finde ich es halt noch cooler. Ja, also vor allem ist es ja eigentlich so, von vielen Landschaftsfotografen, wenn die anfangen, ist es so der Traum, entweder so Geo oder National Geographic. Ja, genau. Also du hast es quasi schon geschafft. Ja, also im Heft oder so war ich jetzt noch nicht oder im Kalender, aber immerhin. Naja, also, aber immerhin, ja. So, genau. So kleines Licht ist das. Sie haben ihre Fühler ausgestreckt. Ja. Super cool. Nee, ist schon cool. Freut mich schon sehr. Und so Akquise machst du irgendwie dahingehend in die Richtung, dass du auch schon wirklich auch mal anschreibst? Doch, so? Ja. Das schon auch. Okay. Also glaube ich, muss man auch. Weil, ich gehe davon aus, ja. Also das werdet ihr wahrscheinlich auch nicht anders machen. Ja. Also Sponsoren anschreiben oder eben Kunden oder also potenzielle Kunden anschreiben und fragen, hallo, ich bin super, ihr auch, merkt ihr was? Hallo, wir passen zusammen. Jetzt habt ihr gerade, falls ihr bei euch mal gefragt habt, wie das so ein professioneller Fotograf macht, genau müsst ihr es machen, ja? Ich bin geil, du bist geil, komm. Genau, komm, lass uns zusammen geil sein. Oh Gott. So läuft das bei den Profis. Oh, den werde ich mir merken. Ja, ich bin geil, du bist geil, lass uns zusammen geil sein. Genau, und dann kommt okay. Das ist ein Vertrag. Nur Sony wollte noch nicht, aber sie kriege ich auch noch rum. Ich krieg sie alle um. Dem muss ich noch zeigen, wie geil ich bin. Oh, aber das ist auch schwer bei denen, glaube ich. Ja, voll. Ja. Also ich glaube, da habe ich selbst als Frau keine. Selbst als Frau gewinne ich da keinen Blumentopf. Wir reden uns hier, es wird nicht besser.
oje, oje. Ich weiß auf jeden Fall schon, was alles in das Intro reinkommt. Also solange in dieser Folge passiert ist, das wird ein super Zusammenschnitt. Ja, ich auch. Da wird jeder dranbleiben. Leute, ja, wenn ihr bis hierhin zugeguckt habt, geil. Ihr seid geil, wir sind geil. Lass uns zusammen geil sein. Oh Gott. Das schneiden wir alles nicht raus. Natürlich nicht. Was? Oh Gott, Mami, es tut mir leid. Sie hatte alle Hoffnungen in mich gesetzt. Aber, wir müssen jetzt mal wieder kurz ein bisschen. Ja, so, ja. Ernst und so. So, eine Frage habe ich noch. Und zwar, du hast ja gesagt, du gibst viele Workshops. Ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie auf einem Workshop, doch einmal war ich auf einem Workshop von jemand anderem, aber tatsächlich habe ich das selber gar nicht so viel gemacht. Mich würde mal interessieren, wenn ich jetzt bei dir einen Workshop buche, wie läuft so ein Workshop ab? Also die erste Frage, die ich stelle, ist, willst du so geil sein wie ich? Nein, jetzt mal wieder ernst. Ja, also es kommt drauf an. Ich gebe ja diese Gruppenworkshops mit einem Ziel, also was weiß ich, Bretagne oder Sustenpass oder irgendein bestimmtes Thema, da ist es dann schon relativ klar, es wird in der Toskana halt die Landschaft fotografiert. Und dann gebe ich noch Einzelworkshops, wo Leute direkt sagen, Mensch, ich habe mir Filter gekauft, ich weiß aber gar nicht, wie ich die einsetze. Oder ich wollte schon immer mal ein Knabenkraut fotografieren, aber das irgendwie schaffe ich es nicht. Und dann mache ich das halt ganz individuell und treffe mich mit denjenigen, je nach Level. Es gibt halt auch viele Einsteiger, sage ich mal. Da gehen wir dann erstmal einen Kaffee trinken. Sehr gut. Erstmal ganz gechillt. Was abgeht, ja. Genau. Und machen so ein bisschen Theorie, weil die dann tatsächlich auch oft gar nicht mit Blende, ISO, Zeit und so. Da habe ich so ein kleines Handout vorbereitet und dann erkläre ich denen halt so ein bisschen die Basis, sage ich mal. Ja. Und dann gehen wir zusammen raus und setzen das zusammen um, was ich vorher erklärt habe. Das heißt, du hast wirklich sehr themenspezifische Workshops, Coachings? Ja, ja. Die meisten schon, ja. Mhm. Cool. Also doch. Und bei Landschaft, also bei den, ich sag mal so, bei diesen Workshops zum Beispiel in der Schweiz oder so, die meisten können fotografieren. Die wollen, glaube ich, einfach in einer Runde Spaß haben, zusammen sich austauschen und gemeinsam da was erleben. Und vielleicht auch so ein bisschen so ein Guide haben, der einen dann auch mal zu einem coolen Spot bringt, ohne dass sie sich selber großartig darauf vorbereiten müssen. Ne? Das ist ja kann auch sein, so, ja, genau. Ja. Weil die Vorarbeit ist ja doch schon enorm. Ja. Also gerade bei so mehrtägigen Sachen. Definitiv, ja. Ja, ist schon viel Arbeit, dass das dann alles passt. Und habt ihr ein Reiseunternehmen gegründet? Nee, oder? Ein Reiseunternehmen in dem Sinne nicht. Also deshalb wir... in der Schweiz läuft das ein bisschen anders. Wir dürfen ja in Europa die Hotels auch nicht fest buchen. Das müssen die dann quasi selber machen. Also wir können es nur anfragen und blockieren, aber sie müssen es dann selber quasi abschließen. Alles klar. Aber alles andere drumherum, da kümmern wir uns halt drum. Okay, das heißt, ihr habt dann quasi auf so Workshops auch mal irgendwie eine feste Basis, von der aus ihr dann... Oder reist ihr tatsächlich von Hotel zu Hotel? Je nachdem. Meistens ist eine Basis. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel mehrere Tage in den Dolomiten sind oder in den Schweizer Bergen, dann haben wir unterschiedliche Hütten. Klar, macht Sinn, ne? Genau. Ja. Gut. Genau, doch, das ist schon einfach praktischer, dass man nicht um 1 Uhr morgens los muss, sondern erst um 3. Ja. Im Sommer kann das ja durchaus mal vorkommen. Ne? Okay, sehr schön. Lass uns mal noch kurz auf das Thema Naturschutz kommen, weil du bist da sehr, sehr engagiert. Du hast auch da eine sehr starke Meinung, kann man sagen, oder? Ja. Wie stehst du generell dazu? Also ich meine, jetzt gibt's immer so ein bisschen dieses Dilemma, wo man als Fotograf drinsteckt. So, ich versuche protektionistisch zu sein im Sinne von, ich versuche Locations nicht zu verraten. Gleichzeitig muss ich aber auch Geld verdienen. Das heißt, ich muss diese Bilder irgendwie machen. Ich muss sie posten, weil ich Werbung brauche. Und ich gehe auf Workshops und zeige ja auch dort irgendwie diese Spots her. Ja. Also wie gehst du mit diesem Zwiespalt um? Es geht ja eigentlich noch viel weiter. Wenn du irgendwo hinreist, ne, dann oder sogar hinfliegen musst, das ist ja auch so eine Sache. Ja. Wobei ich nicht gern fliege, also ich fliege sehr wenig. Ja, klar, aber manchmal lässt es sich ja nicht vermeiden. Ne? Also dieses gesamte viel um die Welt reisen und so weiter, das ist ja immer so ein Widerspruch irgendwie. Wie gehst du damit um? Ja. Also ich versuche zumindest bei meinen Workshops erstmal Locations zu nehmen, die jetzt nicht hochsensibel sind. Mhm. Ja, also wenn ich ins Moor gehe, dann gehe ich auf den Moorerlebnispfad. Das ist hier dieser Pfad. So, da kann man ja auch schon schöne Bilder machen. Ja. Und zum anderen sensibilisiere ich die Leute auch dabei. Also ich
sage ihnen, okay, das hat den und den Grund, wenn man da drauf tritt, dann ist es kaputt. Und das wächst dann nicht einfach neu, sondern es entsteht halt nicht mehr. Es ist halt dann einfach kaputt. Mit dem Reisen, wie gesagt, fliegen tue ich recht wenig. Aber ja, man muss an die Spots kommen. Was ich natürlich vermeide, ist, die Location zu nennen. Mhm. Also ich sag halt Bayern oder Schweiz oder Deutschland. Ja. Aber ich finde es, ja, ich find's halt nicht richtig, weil der Multiplikator ist ein anderer. Mir wurde dann vorgeworfen mal bei so einer Diskussion, ja, aber du gibst ja auch Workshops. Mhm. Ich bin nach wie vor der Meinung, es ist ein Unterschied, ob ich einmal im Jahr mit 5 Leuten ins Moor gehe, dabei bin und sensibilisiere und fotografiere. Ja. Oder ob ich die Spots für gefühlt 2,50 Euro millionenfach ins Internet hau. Das ist ein ganz anderer Multiplikator, der dabei schon entsteht. Mhm. Natürlich haben den Spot dann in kürzester Zeit viel, viel mehr Leute. So ein Workshop bei mir kostet ja auch einiges. Das ist ja nochmal, also sind auch ein ganz anderes Publikum, ja, die sich den leisten. Ja. Und, wobei mal dahingestellt sei, also ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich mir zum Beispiel jetzt irgendwie so Locations irgendwo kaufe, dann habe ich mich ja schon irgendwie dahingehend mit diesem Thema beschäftigt und bin vielleicht auch schon ein bisschen sensibilisiert. Also ich weiß ja nicht, ob wirklich Hinz und Kunz, die irgendwie da wirklich sich richtig scheiße verhalten, ob die überhaupt so weit gehen, sich so eine Karte zu kaufen. Das kann ich nicht beurteilen, das weiß ich natürlich nicht. Ja. Aber ich finde, das ist halt kein Argument zu sagen, das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Die Spots kennt doch sowieso schon jeder. Das mag bei einigen Spots stimmen, ja, wie in Berchtesgaden oder sowas. Vollkatastrophe, ja. Also klar, da kann man nichts mehr machen, aber das ist doch kein Argument zu sagen, ja gut, ich baller aber dafür 300 weitere raus und verteile die Massen, weil aus diesen 300 Spots reicht es, wenn wieder 10 Hotspots entstehen. Mhm. Und so geht es dann immer weiter. Zwar auch langsamer, aber ja. Ja, und irgendwann haben wir halt nicht, dann suchen sie sich halt was anderes. Deshalb finde ich, sollte man damit halt einfach vorsichtiger sein. Und aber letztendlich, also man könnte ja, oder es wird ja auch, es gibt ja immer diese zwei Lager von Fotografen, die einen, die es nicht verraten und die anderen, die halt sagen, ja komm, so und so, weil wenn ich es rausfinden will, finde ich sowieso raus. Klar, konsequenterweise wäre halt dann zu sagen, okay, dann poste ich diese Fotos halt nicht. Ja. Es ist auch, also die gleiche Debatte gibt es ja auch, du bist ja auch Lost Places, machst du ja auch. Ja, ja, stimmt, ja. Gibt es ja da auch, ne? Also sobald ich irgendwas ins Internet stelle, weiß oder muss ich davon ausgehen, dass es jemanden gibt, der das rausfinden kann und der dann vielleicht auch nicht so protektionistisch umgeht. Ja, ja, klar, ja, klar. Ja. Aber wenn es danach ginge, dann dürften wir alle gar nichts mehr. Das ist richtig. Und das ist ja dann auch nichts in der Sache. Nur manche Leute machen sich vielleicht einfach auch gar nicht die Mühe, das rausfinden zu wollen, weil dann muss man sich dann hinsetzen und dann dauert es. Und je nachdem, wie affin man da ist. Mhm. Aber wenn ich es natürlich drunter schreibe, Ja. Dann ist es natürlich irgendwie, also klar, kann jeder handhaben, wie er will. Ich finde auch das Thema mit der Bildbearbeitung, du darfst nicht stempeln. Mhm. Wer sagt, dass ich nicht stempeln darf? Natürlich darf ich stempeln. Ich meine, Fotografie ist Kunst, das kann jeder machen, was er will. Ja. Der eine stempelt, der andere nicht. Und da finde ich, es eine ähnlich dumme Diskussion irgendwie oder müßige Diskussion. Müßig eher. Ja. Zu sagen, ja, aber da hast du gestempelt. Nee. Mhm. Ja, und? Ja. Also mir ist am Ende wichtig, dass mir mein Bild gefällt. Und ob ich da den Zaun oder den Baum da wegstempel, ich finde es auf jeden Fall naturschonender, es hinzugehen und den Baum oder das Blümchen oder den Farn auszureißen, alles schon erlebt und zu versetzen. Ja, weiß ich nicht. Also was hat das noch mit Naturfotografie zu tun? Dann stempel ich es halt lieber weg. Mhm. Aber das sind so Diskussionen, da gibt es die einen und die anderen und ich glaube, da kommt man irgendwie auf. Das sind auch sehr verhärtete Lager, habe ich so ein bisschen sehr, das Gefühl. Sehr verhärtete Lager, ja. Und wie gesagt, am Ende muss das jeder, muss sich selber jeder in den Spiegel schauen können und wenn die einen sagen, doch, sie können sich da in den Spiegel schauen, indem sie alles raushauen und damit befeuern, dass da halt eben solche Hotspots entstehen und alles kaputt getrampelt wird. Deren Sache, ich für mich würde es so nicht wollen. Nee. Aber ja. Ja, schwieriges Thema, ne? Also wir hatten jetzt auch in unserem Podcast schon beide Lager drin und jeder vertritt da seine Meinung. Ja. Ne? Und es gibt ja auch das Argument von Leuten, die, sag ich mal, jetzt auch Spots verraten, dass sie das ja auch mit dem Hintergrund machen, sondern aufklärend auch dann damit dazu zu schreiben, wie man sich dort verhalten soll und so weiter. Funktioniert ja ganz gut, man sieht. Also ja, ich meine, Berchtesgaden und Co. ist Paradebeispiel, ne? Es funktioniert gar nicht. Also da war jetzt auch Sitzung mit der Naturschutzbehörde und das Einzige, was hilft, sind fette Strafen.
Geldstrafen, und zwar sehr hohe Geldstrafen. Aber ist es denn deine Erfahrung, dass es dann tatsächlich auch die Naturfotografen in Anführungszeichen sind, die sich da aufführen? Nee, also meine Erfahrungen sind Instagrammer. Also wenn man jetzt einen Unterschied machen kann. Ich mache da immer einen Unterschied, weil also ich habe immer so das Bild davon, der Naturfotograf steht vor dem Sonnenblumenfeld und fotografiert rein. Mhm. Der Instagrammer geht mit Hütchen und Korb rein und tritt halt alles platt. Mhm. Also jetzt mal ganz blöd ganz oder blöd ganz einfach gesprochen. Pauschalisiert. Ja, das, genau, ja, ganz pauschalisiert. Und da mache ich schon so einen Unterschied. Und ich habe es ja auch schon erlebt in Dolomiten, Privatgrund, Privatstraße, man darf nicht hochfahren. Ich laufe also da hoch, stelle mich oben auf den Berg, fange das Fotografieren an und plötzlich kommen so 3-4 Autos hochgefahren. Dann steigen da irgendwie 10-15 Leute aus. Sie in einem gefakten Brautkleid, er in einem gefakten, ja, wirklich so die Jeans runter, so noch irgendwie so. Eine Laterne in der Hand wahrscheinlich, oder? So ungefähr. Dann Reflektor und Kameramann und so. Und dann juckelten die da also hin und her in einem Garten von einem Bauern. Und dann kam der Bauer raus, so ein alter Italiener, also wirkte schon sehr alt und meinte nur, hey, go away, no parking, my private ground. Ja. Und die haben den komplett ignoriert und dann stiegen noch so 2 Muskeltypen aus und stellten sich so hin. Also die waren sicher, also das wirkte so wie so ein Programm, was die abspulen. Also die wissen eigentlich, die dürfen da nicht hochfahren und die wissen, es ist Privatgrund und sie scheißen drauf. Ja. Und der Bauer hat mir echt leid getan, weil der ein paar Mal hin ist und gesagt, go away, go away. Und dann hat er irgendwann abgewunken und ist in seiner Hütte verschwunden. Mhm. Und die haben einfach keiner hat was zu dem gesagt, keiner hat mit dem geredet, keiner hat gefragt. Ja. Okay, das ist halt schwierig. Also, ja. Und das eben weiß ich nicht, ob man da einen Unterschied machen kann zwischen Naturfotografen und Instagrammern, aber ich habe halt immer dieses Sonnenblumending oder Mondfeld, die schmeißen sich halt rein. Ja. Ich habe immer das Gefühl eigentlich, dass Instagrammer und Naturfotografen so völlig 2 verschiedene Bubbles sind, die sich nicht so krass überschneiden. Deswegen bin ich immer nicht sicher, ob, wenn quasi so eine Location so krass überrannt wird, ob wer da zuerst da war. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wirklich die Naturfotografen, die sowas dann ja auch irgendwie vorbereiten, ob die wirklich dran schuld sind, dass dann zum Beispiel, oh Gott, ich nenne keinen Namen, aber dass dann da einer von diesen krassen Influencern hinfährt, das erste Foto da macht und dann glaube ich, dadurch entsteht doch erst diese Welle, oder? Also das ist so komplex. Das wird wahrscheinlich auch an jedem Spot anders sein. Also das kann man, glaube ich, auch nicht so pauschalisieren. Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Aber keine Ahnung. Ich glaube, der eine beeinflusst den anderen so auch. Ja, wer da jetzt Schuld hat oder so, wie gesagt, also kann man jetzt so auch nicht sagen. Ich glaube, Schuld ist einfach tatsächlich so dieser Massen-Outdoor-Boom. Ja, also oder? Schuld ist, glaube ich, Instagram. Ja, aber mal ehrlich, ich glaube, dass ganz viele erst beim Fotografieren angefangen haben wegen Instagram, um sich selbst zu profilieren. Also ich meine, sich da selber ständig, also ich war in Holland bei den Tulpen, hatte also bei dieser Farm gefragt, ob ich da fotografieren darf am Rand. Ja, kein Problem. Irgendwann kam dann eine und hat gefragt, also das fand ich ja sogar noch nett, dass die uns gefragt hat, ob es stört, wenn sie mit der Drohne ein bisschen fliegt da. Und dann haben wir gesagt, nee. Die hat original 2 Akkuladungen ihrer Drohne, die Drohne um sich selber kreiseln lassen und hat die ganze Zeit nur gepostet. Was? Das war total abgefahren. Und ja, also ich glaube, da gibt's schon, die ist natürlich ein Stück in die Tulpen rein, ja. Und ich glaube, das ist schon so ein Unterschied. Und ich glaube, dass die, wird es jetzt so eine Plattform wie Instagram nicht geben. Ich glaube nicht, dass das die für ihre Mutter oder für ihre Omi macht. Weißt du? Also ich glaube schon, dass das schon befeuert. Und da hast du sicher recht, ja, klar. Dass dieser Narzissmus einfach brutal ist bei den Leuten und dafür. Das stimmt, ja. Um sich da selbst zu inszenieren bei der Gumpe da in Berchtesgaden oder so. Ich meine, es ist ja auch lebensgefährlich. Da sind auch vor 2 Jahren 2 Leute gestorben und so. Ein Freund von mir ist bei der Rettung. Hat eigentlich die Influencer-Dame da jetzt eine fette Strafe bekommen? Ja, okay. Aber also ein Freund von mir, der ist auch bei der Bergwacht und die sind einfach auch kacken da ist die Leute. Also die haben da Fotos gemacht, die Mädels in der Gumpe, und haben dann die Bergrettung angerufen. Was? Ja, sie würden erfrieren. Und dann kamen die natürlich ganz aufgeregt und gesagt, was ist los? Dann standen die da nur im Bikini und Flipflops und haben gesagt, ja, ist jetzt schon kalt, sie wollen jetzt nicht wieder runterlaufen, ob die mitnehmen können. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Ich meine, da kommt ein komplettes Einsatzteam, ja, kommt dahin. Ja. Und die sagen, die hatten jetzt eigentlich keine Lust mehr runterzulaufen, was zieht auch irgendwie. Aber das müssen die doch zahlen, oder? Ja, ich habe auch gesagt, die müssen das hoffentlich zahlen. Er hat gesagt, das weiß er jetzt nicht, aber
So läuft's. Ich meine, wenn du die Bergrettung rufst und das Eigenverschulden, normalerweise schon. Normalerweise schon, aber so eine Leute, die so dreist sind, kommen mit meistens sowas dann davon. Und genau. Aber wehe, du machst mal irgendeinen Fehler. Egal in welche Richtung. Wenn man selber dann mal irgendwie was macht, dann ist Polen offen. Ne? Mhm. Also, krass. Ja, schwierig. Ja. Wir haben noch einen Community-Teil. Genau. Und zwar wir versuchen unsere Community mal so ein bisschen mit einzubinden. Und unsere Community kann nämlich auf Instagram unter dem Hashtag FocusReview, könnt ihr ja wieder schön hier posten, könnt ihr ja immer eure Bilder quasi einsenden und unsere Gäste können dann immer so ein, zwei Bilder dann mal ein bisschen bewerten. Okay. Und mal sagen, was du davon hältst. Hat da etwa jemand nicht unseren Podcast im Vorfeld geguckt? Doch, natürlich. Jede Folge. Doch. Erwischt. Ja, dann müssen wir jetzt aber kurz die Handys anmachen. Dann müssen wir ganz kurz hier aus dem Flugmodus mal rausgehen. Willst du dir was aussuchen oder sollen wir was aussuchen? Ach, wir suchen was aus. Okay. Wenn sie nicht geguckt hat, dann ist das jetzt die Strafe. Oh, so gemein. Oh, ich habe nur 3G. Ich guck mal. Ja, klappt wohl nicht, wa? So, schade, ein Pech. Menschen. So, ich habe 2. Okay. Boah, das ist aber geil. Also, das erste Bild. Ich will ja nichts sagen, aber den Kollegen da, den hatten wir gestern erst. Den habe ich auch gar nicht genommen. Ich bin mir lispelig, ja. Zähl doch nicht. Ich mach mein Handy wieder raus. Ah, ist schon. So, das erste Bild ist von dem Marcel Braun. Und der hat einen Feldhasen fotografiert. Und da du ja auch Tiere fotografierst, ist das ja vielleicht gar nicht so schlecht. Da bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Also finde ich an sich ganz schön. Der Hase ist nicht mittig platziert, sondern so ein bisschen im goldenen Schnitt. Das finde ich ganz schön. Ist auch süß, dass er so herschaut. Er hat schön Platz gelassen in die Blickrichtung vom Hasen. Das gefällt mir auch. Was mir nicht so gut gefällt, ist, ich weiß nicht, dieser Mast da hinten. Mhm. Ist das ein Mast oder nicht? Ja. Ast oder, also es sieht aus wie so ein... Es stört auf jeden Fall. Ja, das würde ich entweder wegkroppen oder wegstempeln. Mhm. Das böse Wort stempeln. was man vielleicht hätte ein bisschen anders machen können mit dem Standpunkt, dass die Linie hinten nicht direkt den Kopf so kreuzt. Mhm. Also entweder schauen, dass halt der Hase komplett in der Wiese ist, also hingehen und runterdrücken. Wobei, dann wahrscheinlich den unscharfen Vordergrund nicht mehr hättest. Genau, ne? Genau. Oder halt irgendwie, also mit dem Standpunkt hätte ich vielleicht versucht zu variieren. Weil so geht es halt wirklich direkt durch den Kopf. Das ist so das Einzige. Ich finde es fast ein bisschen hell oder täuscht das von hier aus? Das weiß jetzt nicht, ob es am Display liegt, aber der Himmel ist natürlich ein bisschen ausgefressen. Ich denke mal, es war leicht bewölkt, ne? Oder wohl so ein bisschen, was, ob die Sonne durchkommt. Ja. Ist die Frage, ob man mit dem Himmel, also wie gesagt, das ist halt so ein bisschen, wäre halt schöner, wenn der Standpunkt so wäre, dass man das. Ich finde es witzig, dass dieses ganze Feld sieht aus wie so ein Regenbogen. Ja, genau, das ist auch die Farbigkeit, finde ich ziemlich abgefahren, ja. Ist halt die Frage, hat er das so bearbeitet? Oder ist es hinten einfach trockener und vorne? Ja. So an sich ganz witziges Bild. Ja, also die Ohren sind cool. Ja. Also auch hier so eingerissen und so. Oh ja. Nee. Also so, das ist, wie gesagt, das würde ich wegmachen und mal jetzt im Nachhinein kann er natürlich am Standort oder Standpunkt nichts mehr ändern, aber. Könnte man beim nächsten Mal dann. Ein bisschen darauf achten, dass es nicht genau durch den Kopf geht, vielleicht. Ja. Also. Wie scheu ist so ein Hase? Könnte man sich in so einer Situation dann nochmal. Also es ist wahrscheinlich schwierig, oder? Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe jetzt noch nicht so viele Hasen fotografiert, aber die waren bei mir total scheu. Okay, ja. Ah, du Häschen! Hallo. Sag mal weg, ich verstehe es gar nicht. Komisch, dass das nicht funktioniert. Seltsam, nee. Nee, also die Hasen waren auch, oder auch Rehe, finde ich auch, sind immer so mega panisch irgendwie. Mega scheu, ja. Aber keine Ahnung, also es sieht halt aus wie ein richtiger Feldhase, ich denke... Bei mir hoppeln manchmal welche übers Feld, aber da hast du gefühlt, gehst du nur auf den Balkon und guckst und dann haut der schon ab. Okay, also im Nachhinein quasi mit dem Standpunkt noch zu variieren, wäre bei so einem Foto dann nicht. Weiß halt nicht, wie er, ob er vielleicht war auch im Zelt oder so, ne? Das kann natürlich auch sein, in so einem Hype, ne? Ja, dann kann er natürlich gar nicht. Okay, dann haben wir noch ein zweites Bild aus Bayern. Ah, mal eine ganz andere Richtung wieder. Ja, gefällt mir eigentlich ganz gut. Finde es schön, dass der Vordergrund unscharf ist, weil die klassischen Landschaftsbilder, sage ich mal, sind ja oft von vorn bis hinten komplett scharf. Ne?
Aber da finde ich, passt das ganz gut mit den Blumen. Bist du gar nicht so der Typ, der von vorne bis hinten scharf fotografiert in der Landschaft? Kommt drauf an. Also wenn ich eben so einen Vordergrund habe mit ein paar Blumen oder so, dann finde ich, muss das nicht sein. Also dann kann man da auch mal mit der Unschärfe spielen. Mhm. Vor allen Dingen, ich hasse Stacken. ich weiß jetzt nicht, ob er es für Instagram so gekroppt hat. Der Baum halt hier ist angeschnitten und da ist halt die Frage, was, ich weiß nicht, was da noch kommt. Aber ich würde so vielleicht entweder den gescheit anschneiden, so wie den, also noch mehr, oder ganz drauf lassen. Aber ich finde, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes irgendwie. Und diese Unschärfe hier ist wahrscheinlich irgendeine hohe Blume oder so, die stört mich auch. Auf der rechten Seite, ja, die Unschärfe. Die Unschärfe, das also der Baum auf der linken Seite quasi, den hätte man richtig anschneiden müssen. Also ich finde, entweder ganz lassen oder richtig anschneiden. Ja. Aber so sieht es aus wie gewollt, nicht gekonnt oder so. Okay. Weil der ist ja auch ordentlich angeschnitten. Das stimmt. Dann hätte ich den auch noch mehr angeschnitten, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten... solides Foto. Finde ich schon, ja. Es ist auf jeden Fall mal eine andere Perspektive, weil die meisten haben die ja, glaube ich, recht klein drauf, die Kirche und irgendwie noch viel drumrum. Und er hat das mal mehr in den Fokus quasi genommen. Pun not intended. Genau. Und den Himmel hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe dann verliehen. Aber das ist ja auch so ein Insta-Style, ne? Oder dieses Grau. Oder dieser ausgefressene Himmel. Ja, und auch das, den Vordergrund so unscharf machen der Landschaftsfotografie ist auch so ein bisschen Instagram-Style, habe ich den Eindruck. Mhm. Haben viele. Aber hier finde ich die Farbigkeit mit dem Gelben am Boden und dem Blau so in der Verblauung hinten in den Bergen, finde ich aber eigentlich schon ganz ansprechend. Ja, den Himmel hätte ich vielleicht noch ein bisschen blauer. Nicht viel, ein Ticken. Ja, so ein Ticken dunkler halt einfach. Ticken dunkler, genau. Aber ansonsten ist ganz schön. Finde ich auch schön. Ist das Berchtesgaden oder was? Nee, ich glaube, das ist im Allgäu. Ach ja, da steht's ja auch. Na, oder? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, ja. Diese Woche ist Allgäu-Woche. Ja, genau. Ja, cool. Ja. Sehr schön. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder Bilder zugesendet habt. Könnt ihr natürlich weiterhin gerne tun. Einfach den Hashtag FocusReview benutzen. Und dann seid ihr vielleicht in der nächsten Folge mit dabei. Danke, dass du deine Zeit heute geopfert hast. Ja, gerne. Bei uns es war mir ein Fest. Sehr schön. Sehr, sehr cool. Vielen Dank für die Einladung. Ja. War echt ein schöner Talk. Ja, und jetzt hat es auch gerade wieder aufgehört zu regnen. Ich weiß gar nicht, ob ihr es gehört habt während des Interviews, aber es hat immer mal wieder zwischendurch geregnet. Und jetzt ist es gerade wieder ein bisschen schöner geworden. Jetzt gehen wir vielleicht noch was essen, trinken, keine Ahnung. Kaiserschmarrn habe ich gehört. Kaiserschmarrn, ja. Unser Kameramann giert seit 3 Tagen auf Kaiserschmarrn. Und er kriegt ihn einfach nicht. Ja, sehr gut. Also, wir bedanken uns erstmal, dass ihr so lange dran geblieben seid. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es dann wieder einen spannenden Gast gibt. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß. Zeit. Viel Spaß beim Fotografieren, viel Spaß beim Bildbearbeiten, viel Spaß beim Wandern gehen, was auch immer ihr macht. Viel Spaß in der Natur und immer dran denken an den Naturschutz. Außerdem Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.